In Japan nennt man ihn nur den Golden Bolt. Hidekichi Miyazaki ist mit 42,22 Sekunden neuer Weltrekordhalter im 100-Meter-Sprint in der Kategorie der mindestens 105-Jährigen. Im Training habe ich es sogar in 36 Sekunden geschafft, aber bei der ganzen Aufregung und dem anderen Ort habe ich das leider nicht wiederholen können. Im Anschluss an seinen Rekordlauf ging es für Miyazaki auch noch zum Kugelstoßen. Trotz seiner 42 Kilogramm Körpergewicht ist der Japaner ein echtes Kraftpaket und ein Vorbild für andere. Ich laufe zwar nicht viel, aber mit 105 noch so sportlich zu sein, wäre großartig. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch so lange lebe. Miyazakis großer Traum ist es, einmal gegen sein Vorbild Usain Bolt anzutreten. Bis es eine Antwort vom jamaikanischen Superstar gibt, bleibt für den Weltrekordhalter aus Japan aber noch viel Zeit zum Training.